Guten Morgen zusammen. Heute ist Abreisetag nach Colombo. Morgen fliegen wir ja wieder zurück. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal frühstücken, packen unsere Sachen und nehmen den Bus, den Public Bus, nach Colombo. Wir würden das Hotel auf jeden Fall weiterempfehlen. Saubere Zimmer, schön modern. Also beziehungsweise das Bad eher modern, die Zimmer eher so ein bisschen, ja, in so einem alten Stil gehalten. War ganz schön. Waren sehr zentral, waren wirklich sehr zufrieden. Also würden wir auf jeden Fall weiterempfehlen. Wir verlassen jetzt Galeo und gehen Richtung Bus Station. Unser Bus Richtung Colombo. Wir haben jetzt auch über 2 Stunden Fahrt jetzt vor uns. Bevor wir reingehen, brauchen wir nochmal Wasser für unterwegs. Du lass mal Wasser holen. Jetzt müssen wir unseren Bus mal finden. Nach Colombo. Was machen die? Da ist eine Demo auf der anderen Seite. Colombo. Thank you. So, wir haben unseren Bus gefunden. This side? Come. Hello, hello. There? Okay. So, die Bags müssen wir jetzt hier reinpacken. Okay. So. Tut. Thank you, buddy. Okay. Ja, danke. Na, die Auto direkt, wo das Fenster ist für dich. Hier? Ist es gut? Ist da gut? Ja. Ja? Okay. Nein, 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 nein. Hier kommt auch von der Tür. Auf geht's nach Colombo. Noch eine verrückte Fahrt. Die letzte. Sieht richtig aus wie so ein Space Shuttle hier drin. Disco-Bus, Space Shuttle. Das ist mehr so Kampf. Ja. Ja, so Navy-Style. Modern Warfare, gib ihn. Sniper. Hast du vermisst, Modern Warfare? Auf jeden Fall, gleich, wenn ich nach Hause komme, erstmal wieder zocken. Der Busfahrer fährt uns in den Tod. Ölüme gidiyor adam, vallahi gaza basıyor. Ya bunlar Türkiye'den daha deli sürüyor. Abi ne yapıyorsun ya? Yandaki abi de sarhoş. Sarhoş adam. Vallahi midem bulandı resmen. Kusacağım. Also. Ura was macht der?
Der Mann denkt, er wäre Bruce Lee und haut immer gegen den Sitz. Du Bruce Lee? Das ist ja geil. Der erste Sri Lankanische Bruce Lee. Ich wünschte, ich wüsste, was er sagt. Regierungsgebäude, glaube ich. Das sah so aus. Wir sind jetzt in Colombo angekommen. Yes, thank you, my friend. Thank you. So. Thank you, bye bye. Wie ihr gerade gesehen habt, gab es eine Schlägerei im Bus. Der eine Mann hat die Frau wohl angefasst. Genau, und die reagieren hier sehr allergisch drauf. Deswegen hat er den richtig eine gegeben. Finde ich auch richtig so. Ist ja eine Belästigung. Und sollte man nämlich unterlassen. Daher, nach dieser verrückten Fahrt sind wir in Colombo angekommen und jetzt warten wir auf unser Pick-Me und wollen ins Hotel. Der Pick-Me-Fahrer ist da, er versucht jetzt unser Koffer nach hinten zu packen, unsere Rucksäcke. So, dann mal von Jasmin. Das ist der dritte Passagier hier und so fahren wir jetzt ins Hotel. Germany. Germany. But origin is from Turkey. 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 Do you know Turkey? Yeah. So, wir nehmen jetzt Abschied vom Sri Lanka oder Abschied aus Sri Lanka. Von Sri Lanka. Wir nehmen jetzt Abschied von Sri Lanka. Das war nicht unsere letzte Reise. Unsere nächste steht schon, ja, so gesehen vor der Tür. Und genau, wenn euch diese Videos gefallen hat, abonniert den Kanal, drückt auf den Like-Button.
Und Jasmin, bist du traurig? Wie immer, ein lachendes und ein weinendes Auge. Also ich bin, es ist immer schade, eine Reise zu beenden, aber es hat auch immer so was Schönes, wieder nach Hause zu kommen, in die gewohnten eigenen vier Wände. Okay, was ist das hier? Duty Officer. Okay, das müssen wir nicht. Es wird Zeit, Richtung Flugzeug zu gehen. Da war ein Gate 14, oder? Gate 14, ja. Ja, Final Call. Geradeaus weiter. So, First Stop, Dubai. So, sitzen jetzt im Flieger. Jasmin hat wieder ihr Lieblingsplatz, wie immer. Ich muss immer die Arschkarte ziehen. Goodbye, Sri Lanka.